Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved im Format Kill the Beam. Und ich bin dabei, meine beiden Tiere nach Hause zu bringen. Ob es den Aufwand lohnt, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Aber wir sind ja schon fast da. Und haben das bis jetzt ziemlich gut geschafft, finde ich. Überhaupt muss man sagen, dass ich seit der ersten Stunde von Kill the Beam dabei bin und bis jetzt noch nicht einmal gestorben bin. Was man von meinen Tieren und von meinem Haus noch nicht sagen kann. Meine Tiere wurden mehrfach getötet und auch mein Haus wurde einmal zur Hälfte zerstört. Deswegen habe ich ja das Steinhaus in der Mitte des eigentlichen Hauses errichtet. Quasi eine Art Safe Room. Und in diesem Sinne finde ich das ziemlich gut, dass ich noch lebe. Und das ist auch der Grund, warum ich ein so hohes Level habe. Ich glaube, ich bin mittlerweile Level 74. Das ist selbst mit der überkrassen XP-Einstellung des Servers eine ziemliche Hausnummer schon. Wir können ja mal kurz gucken. Level 72, okay, habe ich gelogen. So. Nichtsdestotrotz eine insgesamt gute Sache. So. Der Weg rüber ist jetzt so eine Sache. Ich mach den mal erstmal mit dem Flieger selbst. Oh, Ruckel. So. Lande mal. Okay, es sieht so aus, als würde das Haus nochmal angegriffen worden sein. Wo stellen wir dich denn mal hin, wo du nicht so offensichtlich bist? Was? Echt jetzt? Bist du denn da? Kann ich mich da nicht irgendwie gegen wehren? Doch so. Die restlichen sind doch auch hier noch irgendwo bestimmt. Hier. Warte mal. Da brauche ich aber die... Lässt du mich mal raus hier? Da brauche ich aber die vier. Oh, ist eine Chitinquelle, fällt mir dabei ein. Gut. So. Das ist jetzt natürlich nicht der Platz, den ich meinte mit nicht so auffällig. Aber was soll's. Aufgrund der Ameisen musste ich jetzt ja den Weg nehmen. Ach, das war echt super clever gemacht. Warte mal. Such dir mal hier unten den Platz. Gut. Und jetzt machen wir mal... bitte. Du bleibst schön hier. Weil da unten fällst du tatsächlich nicht sofort auf. Ist so meine Hoffnung. Ich habe noch nicht gelesen, dass mein Stego gestorben ist, deswegen gehe ich davon aus, dass der noch lebt. Und den holen wir jetzt einfach mal rein. Genau, kack dich mal aus, weil jetzt geht's los.
du hast enorme Stamina-Probleme. Boah, leck. Also ich habe schon draufgeklickt, ja Leute, aber... Es leckt ohne Ende. So. Habt ihr meinen Spino gesehen? Ich will überhaupt niemanden ins Spino sehen. Aber der Weg ist schon noch so, dass man ihn gerade so gehen kann mit ihm. Jetzt hält auch die Stamina etwas länger. So, wir stellen ihn hier hin. Boah, Mann. Was ist denn das jetzt? Das Wichtigste hat er ja schon getan. Ursprünglich wollte ich ja so ein Viech haben, um nötigenfalls halt Bären sammeln zu können. Vor allen Dingen diese hier, um Pfeile zu bauen. Und ihr seht's ja, Pfeile habe ich jetzt ohne Ende. Huch. Aber ich unequippe ihn auch. Jedes Mal, wenn ich jetzt rausgehe, das muss ich mir jetzt mal so angewöhnen. Jay ist auch noch da. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen für Jay. Achso, das ist jetzt mein Skill. Aha, warte. Jetzt war ich irgendwie kurz verwirrt, was ich denn hier eigentlich sehe. So. Narcotics werden hier ohne Ende hergestellt jetzt mal. Und jetzt gehen wir nochmal das Problem mit dem... Huch, Fleisch braucht er da nicht. Fabrikator an. Was braucht er denn? Metall... Cementing Paste. Naja, Obsidian braucht er nicht. Metall, Cementing Paste, Spark Powder. Nee, Spark Powder, Moment. Hier. Spark Powder muss ich woanders machen. Gunpowder, glaube ich, braucht er auch nicht, aber... Öl. Öl ist ein Problem. So. Wie macht man das hier nochmal? Gunpowder. Achso, Charcoal und das. Lipcraft Item. So, und dann haben wir eine Cementing Paste. Müssen wir vielleicht mal lernen. Chitin und Keratin. Na gut, das ist kein Problem. In welchen Mengen eigentlich? Stein, Chitin, Keratin. Dann wird Stein wohl eher die begrenzende Menge jetzt werden. Stein, Keratin, Chitin, so. Gut. Du bist erstmal beschäftigt. Denn wir wollen jetzt mal ein paar wertvolle Sachen ablegen. Oh, 31 von 30. Das ist natürlich merkwürdig. Andererseits, nein, ist es nicht. Das liegt daran, dass er die Fleischstücken nicht zusammensteckt. Ich weiß, ich könnte das Metall jetzt direkt verarbeiten, aber eigentlich will ich das nicht. Denn das führt dazu, dass man den Ofen sieht. Und ich will nicht mehr, dass man diesen Ofen sieht, deswegen will ich gerne einen anderen haben.
So, nee, das hier. Vorher möchte ich nochmal das Craftable sehen. Das ist eine Forge. Wood ist kein Problem, Hide ist kein Problem, Flint ist kein Problem. Nur die Stones sind das Problem. Flint Stones. 125 brauchen wir. Beim letzten Mal gab es noch ein GameStar-Trap. Ich habe mich gefragt, dass sich dahinter die Leute, die von tatsächlich GameStar kommen, verbergen oder nicht. Alles ist ja möglich, ne? So, ich glaube, wenn ich mich nicht komplett verguckt habe. Oh, krass. Forge. Müsste das jetzt gehen, bis auf das Hide. Aber Hide habe ich drinne. Man würdest jetzt mal reagieren, bitte. Im Zweifelsfall ist das der Unterschied zwischen Leben und Tod. So, Hide müsste hier mit drin sein. Unter anderem. Yep. Wollen wir mal die Forge bauen, ne? Und zwar die Forge, die man da nicht von draußen sieht. So. Ja, perfekt. F. Holz, ist klar. Ich habe das Metall rausgelegt, ne? Ja, super gemacht. Wo hast denn das gelegt jetzt vor Spaß? Da. F. Und los geht's. Das Thema Öl wird uns nochmal eine Expedition abfordern beim nächsten Mal. Ja, doch. Was ich aber jetzt nochmal mache, ist lauter Reinforced Fenster. Was heißt lauter? 1, 2, 3, 4, 5 bauen, damit man nirgendwo mehr reingucken kann. Ach Mann, du Dip. Au. Oh. Reinforced. Window. Was fehlt? Stein und Wood. Stone. Wood. Nix. Nix. Ja, Mann. Reinforced Window. Eins kann ich herstellen. Eins von fünf, das hilft mir nicht. Das ist die Mangelkomponente. Stone ist die Mangelkomponente, um zu einem größeren Maßstab. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm. Fängt der super an. Ach hey, warte mal. Den bin ich doch jetzt schon wieder los, das sehe ich doch jetzt schon. Ne, ich glaube, sie lassen ihn in Ruhe. Ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass die Hardcore-Gamer schon längst wissen, wo Beam ist.
Weil es hier immer wieder im Chat noch steht, wo ist Beam, wo ist Beam, wo ist Beam. Und dann gibt es Leute, die ganz clevere Antworten geben, wie der da. Die schreiben dann, hey, Beam ist bei seiner Base, hü hü. Sehen kann ich jetzt gerade niemanden. Aber man weiß es halt immer nicht, ne? Theoretisch müsste ich jetzt mal rausgehen und den dann holen, wieder mein Stego. Der ist eigentlich ziemlich wertvoll für mich. So. Tja, man weiß es nicht so genau. Okay. Die 4. Dich will ich mal noch auf Passiv stellen. So. Leg dich wieder hin. Du bist hier ganz gut versteckt letztendlich doch. So. Ich bin jetzt natürlich wieder ein gutes Ziel. Unter anderem halt auch, weil dieser Stego so unglaublich langsam ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, mach's einfach. Wenn ich ihn einfach hier im Schatten parke auch, dann verrate ich halt beide, das ist das Problem. Nee, das will ich nicht. Geh mal zurück. Boah, ist das gemütlich. Genau, dreh dich mal weiter, 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 weiter. Die Stelle, wo ich ihn vorhin geparkt habe, war schon nicht die verkehrteste. Ach, komm schon. So. Weil von hier aus sieht man ihn ziemlich gut von vielen Seiten. Und dort steht er halt im Schatten. So. Oder auch wieder ganz schön exponiert hier ist gerade. Das habe ich irgendwie vorhin besser hingekriegt. Nein, das war die falsche Taste. Gut. Ich hätte gedacht, das würde jetzt ein Tod werden, wenn ich rausgehe. Also ich habe fest damit gerechnet, dass man mir eine Falle stellt. So, 5 haben wir noch. Ich wollte Steine holen. Das war es, was ich ursprünglich wollte. Genau, hier, der Lennox schreibt gerade, hier ist ein Spieler, der mit einem Pteradon fliegt und einen Argentavis im Schlepptau hat. Der war halt auch derjenige, der hier kurz reingeschaut hatte. Ja. Also ich denke, diese ganze Geschichte mit Autoturret ist so ziemlich den einzigen Weg, den man gehen kann auf Dauer.
Zumindest um zu erreichen, dass seine Basis nicht ständig angegriffen wird. Ups. Das war mal ein Leck. So. V. Ich wollte Reinforced Windows machen. Jetzt brauche ich noch 4 Stück. So, dann die restlichen Steine können wir ja hier reinmachen. Das gibt dann nochmal ordentlich Gunpowder. Das, ja doch, Gunpowder, genau. Ne, Cementing Paste, verdammt nochmal. Ja, richtig. Aber auch hier bleibt der Stein die begrenzende Komponente. Ja. Es kommt auch immer nur eins raus, das ist blöd. Na gut. Was soll's, wir nehmen auch das mal lieber mit. Nicht, dass es noch geklaut wird oder so. Und ich hätte natürlich mit dem Stego gerade nochmal neue Bären farmen können. Aber was soll's, wir können ja nicht alles in einem Part machen. So, hier machen wir mal das Feuer aus. Dann ab jetzt ist es Verschwendung. Und das wird neblig. Das ist für mich der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da. Bis dann. Ciao, ciao, euer El Nevis LP.